Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen zu unserer Veranstaltungsreihe Welche Zukunft hat Europa? Gespräche zu 30 Jahren Europäische Union. Die Reihe ist eine Kooperation der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, des Zentrums für internationale Studien der TU Dresden und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute dürfen wir besonders unseren heute besonderen Gast begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Günther Hermann Oettinger, der ehemalige Vizepräsident der Europäischen Kommission und Ministerpräsident von Baden-Württemberg, bei uns ist und heute referieren wird. Das Thema des heutigen Abends lautet Diktat aus Brüssel. Hat die EU ein Demokratieproblem? Das könnte man ja manchmal annehmen, wenn man Gesetze von oben erfährt und von unten erwartet und wenn man Konflikte heute betrachtet. Aber die Einführung werde ich gar nicht tun, die wird nachher Professor Dr. Dominik Schneider übernehmen, der vom Zentrum für internationale Studien die Moderation machen wird. Ich möchte nur am Anfang die technischen Dinge erwähnen. Zum einen wird die Veranstaltung aufgezeichnet. Die stellen wir dann der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung zur Verfügung. Dann können Sie die auch nachhören, wenn Sie möchten. Zum anderen können Sie Fragen stellen. Das geht auf zweifache Weise. Sie können Fragen im Chat stellen, wenn Sie anonym eine Frage stellen wollen, dann bitte schreiben Sie die in den Chat. Wir würden dann aus dem Chat stellvertretend, der Moderator wird dann stellvertretend die Fragen stellen. Und die andere Möglichkeit wäre, dass Sie sich melden mit dem Handzeichen. Sie können, wenn Sie unten mit der Maus auf die untere Linie von Zoom fahren, sehen Sie einen Button Reaktion, da können Sie die Hand heben und dann wird Sie der Moderator dazuschalten. Wir bitten Sie dann, den Bildschirm anzuschalten und Sie können dann die Frage direkt stellen. Das sind die beiden Möglichkeiten, dann nachher Fragen zu stellen. Und ich hoffe, wir kommen dann auch schnell in ein Gespräch und diskutieren auch intensiv die Fragen heute. Denn wir können aus kompetenter erster Hand erfahren, wie die Arbeit in der EU sich gestaltet. Günther Hermann Oettinger war von 1991 bis 2005 Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag Baden-Württemberg und von 2005 dann 5 Jahre Ministerpräsident, bevor er dann von der Landespolitik in die Europapolitik wechselte. Von 2010 bis 2019 gehörte Herr Oettinger der EU-Kommission an, zunächst als Kommissar für Energie, dann als Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft sowie zuletzt als Kommissar für Haushalt und Personal. 2019 wechselte dann Herr Oettinger in die private Wirtschaft wieder. Also er hatte aber in diesen großen Bereichen, in denen er tätig war, wirklich alle wichtigen Bereiche abgedeckt, die auch viele Konfliktpotenzial bergen. Also wir haben diesmal wirklich ein großes Thema, was wir besprechen können. Ich übergebe jetzt das Wort an Dominik Steiger, der uns kurz thematisch einführen wird und dann die Veranstaltung auch moderieren wird. Dominik, du hast das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Abendveranstaltung. Sie, lieber Herr Oettinger, und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Vor 30 Jahren haben die Außen- und Finanzminister und wie uns Theo Weigel bei unserer Auftaktveranstaltung ja nochmal verdeutlicht hat, nicht etwa die Staats- und Regierungschefs, den Vertrag von Maastricht unterzeichnet. Für mich ist das heute ein Tag zu feiern. Das war damals ein mutiger, ein visionärer und ein sehr großer Schritt für ganz Europa. Und einem wirtschaftlichen europäischen Projekt hin zu einem wahrhaft politischen Projekt. Und wer Politik sagt, muss, zumindest in Europa, auch immer Demokratie meinen. Also die Herrschaft des Volkes. Aber wie steht es um die Demokratie in der EU? Wir haben sehr provokant getitelt, Sie haben es auch gerade nochmal gehört, Diktat aus Brüssel, hat die EU ein Demokratieproblem? Und in der Tat hat schon ein Jahr nach dem Abschluss des Vertrages, also 1993, unser Bundesverfassungsgericht der Europäischen Union ein Demokratieproblem attestiert. Und zwar, weil eine Wählerin aus Luxemburg mehr Einfluss im Europäischen Parlament besitzt als ein deutscher Wähler. Auf eine deutsche Parlamentsabgeordnete kommen nämlich ca. 850.000 Einwohner, auf einen luxemburgischen Abgeordneten ca. 80.000 Einwohner. Haben wir Deutschen also zu wenig Einfluss in der EU? Oder die Franzosen, bei denen es sich zahlenmäßig ganz ähnlich verhält? Ich möchte an dieser Stelle nur auf die Taxonomiedebatte verweisen. Sind Atomstrom und Gas nachhaltig? Die EU sagt ja. Ist das ein Diktat aus Brüssel? Oder ist das letztlich das, auf was sich alle, wenn auch unter Bauchschmerzen, geeinigt haben?
Wir Deutschen brauchen das Gas als Übergangstechnologie, die Franzosen ihren Atomstrom. Demokratie ist nicht nur von Kompromissen und Mehrheiten, sondern auch von Gefühlen geprägt. Jacques Derrida sagte, dass Demokratie ein leerer Stuhl sei, weil sie immer eine Idealkonstruktion bleibe, die nie voll erreicht werden könne. Der Stuhl kann also niemals besetzt sein, weil es immer demokratische Defizite geben wird. Wir fühlen also auch immer, dass etwas fehlt. Wie soll meine Stimme zählen, wenn knapp 1 Million Deutsche, Sie sehen, ich übertreibe ein wenig, von einer Europaabgeordneten vertreten werden und es 705 von diesen Abgeordneten gibt und dann darf außerdem noch das Europäische Parlament gar keine Gesetzesvorschläge machen. Das darf nur die Kommission und das ist einzigartig im parlamentarischen System. Und außerdem entscheidet der Rat, in dem die Vertreter der nationalen Regierung und damit die Exekutive sitzt, gleichberechtigt über Gesetze mit. Wo bleibt da denn meine Stimme? Ist das wirklich Demokratie, also kollektive Selbstbestimmung? Oder ist das schon Fremdbestimmung? Ist das ein Diktat? Das Stichwort Fremdbestimmung führt uns zum Phänomen des Populismus. Populisten verstehen die EU als eine Fremdbestimmung des eigenen Volkes. Sie setzen den Volkswillen absolut und grenzen dabei Minderheiten aus. Populisten sind im Kern antipluralistisch. Aber die EU ist pluralistisch und kann angesichts ihrer 27 Mitglieder gar nicht anders sein. Folgerichtig heißt das Motto der EU in Vielfalt geeint. Wie stark ist nun die Gefahr, die von Populisten für die Demokratie in der EU ausgeht? Und was kann die EU tun, um ihnen den Wind aus den Segeln zu nehmen? Hilft es, wenn die EU noch demokratischer wird? Kann sie das? Und wenn ja, wie? Das sind nur einige der Fragen, die sich stellen, wenn wir über die EU und Demokratie nachdenken. Ich bin gespannt auf die Fragen, die nun Herr Günther Hermann Oettinger stellen und hoffentlich auch beantworten wird. Bitte, Herr Oettinger, ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag und die anschließende Diskussion. Meine Damen und Herren, verehrte Veranstalter, guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne dabei und das Thema ist wichtig. Und ich will auch gerne auf die etwas provozierende Einführung meines Vorredners eingehen. Sachsen, ein Land, das ich liebe, weil Baden-Württemberg hat zum Freistaat. Sachsen ein enges Verhältnis, historisch, aber auch seit 1990. Sachsen hat 4 Millionen Einwohner. Und im Deutschen Bundesrat, der zweiten deutschen Kammer, für die Gesetzgebung 4 Sitze. 1 Million Einwohner, 1 Sitz. Baden-Württemberg, mein Heimatland, hat 11 Millionen Einwohner und 6 Sitze. Da stimmt was nicht. Nordrhein-Westfalen hat 18 Millionen Einwohner und 6 Sitze. Warum machen Sie eine Veranstaltung zum Thema Diktat aus Berlin? Ich stelle fest, dass man gerne auch in deutschen Ländern Probleme europäisiert, Kritik europäisch übt und national die Erfolge feiert, auch wenn sie europäisch gegründet sind. Der Senat in den USA, jeder Bundesstaat hat 2 Sitze. Kalifornien, der größte, aber auch die kleinsten haben 2. Das ist ein Prinzip. Bremen, viel kleiner als der Freistaat, mit unter 600.000 Einwohnern, hat 3 Sitze im Deutschen Bundesrat. Wird überhaupt nicht problematisiert. Eins ist doch klar, wenn Sie im Europäischen Parlament vertreten sein wollen, wenn jedes Land, jeder Einwohner, auch der Malteser, auch der Luxemburger, sich dort vertreten sehen will. Die beiden Länder, Malta und Luxemburg, haben etwa 500.000 Einwohner. In Luxemburg gar noch viele Tausend, die nicht Luxemburger sind, aber in Luxemburg leben als Einwohner, nicht als Staatsbürger. Wenn Sie diesem Land, Luxemburg oder Malta, mit 500.000 Einwohner, also einem Tausendstel Europas oder ein bisschen mehr, dann hätten die nicht mal einen Sitz im Europäischen Parlament. Wollen Sie ernsthaft vorschlagen, dass Malta und Luxemburg mit 0,7 Sitzen vertreten sind? Man braucht doch 3, 4, 5 mindestens, damit man Sozialdemokraten, Grüne, Liberale, Christdemokraten, Konservative, einen zumindest oder eine im Europäischen Parlament hat.
Und deswegen ist unser Primärrecht, der Vertrag von Lissabon, ganz bewusst darauf aufgebaut, dass jeder Mitgliedstaat in den Gremien vertreten ist. Im Europäischen Gerichtshof hat jeder Mitgliedstaat einen Sitz. Was für eine Ungerechtigkeit. Deutschland mit 82 Millionen Menschen einen Sitz, Malta auch einen Sitz. Im Europäischen Rechnungshof der gleiche Fall. Oder ich war 10 Jahre in der Kommission, da gibt es einen Deutschen oder eine Deutsche und einen Malteser. Ungerecht. Aber das Prinzip Europas lautet, dass auch die Kleinen am Tisch der Beratungen und Entscheidungen vertreten sind. So wie Bremen im Deutschen Bundesrat und auch der Freistaat Sachsen im Deutschen Bundesrat. Mit 4 Sitzen, einem Christdemokraten, der MP ist, einem zweiten Christdemokraten, einem Grünen, einem Sozialdemokraten. Damit werden die 3 Regierungsparteien ihres Heimatlandes Sachsen im Bundesrat vertreten, was gut ist für Demokratie. Und Nordrhein-Westfalen hat eben nur 6 Sitze. Das heißt, das Prinzip der repräsentativen Demokratie ist ein Prinzip, aber nicht das allein tragende. Solange wir Nationalstaaten haben oder in Deutschland Länder haben und haben wollen, denn die Sachsen sind anders als die Niedersachsen, völlig anders, und die Schwaben anders als die Preußen, solange wird man neben dem rein repräsentativen Prinzip, wenn man eben große und kleine und mittlere bis kleine, wie Sachsen hat, allen die Chance, vertreten zu sein in den Gremien überhalb in Berlin und Brüssel geben müssen. Hinzu kommt ein weiterer Faktor. Wir haben auch im Rat nicht das gleiche Gewicht. Aber Deutschland hat im Rat weit mehr Gewicht als Malta. Nicht 1:1 entlang der Einwohner, aber deutlich mehr Gewicht. Ein weiterer Punkt. Natürlich hört man in Brüssel schon, was ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin sagt. Und die 16 deutschen Länder haben alle ihre Vertretungen in Brüssel, die dort die Interessen Sachsen, Baden-Württemberg, Bremen repräsentieren. Und die werden gehört, auch im Ausschuss der Regionen. Europa ist nicht perfekt, aber es ist ganz klar demokratisch. Und Diktate aus Brüssel, also das Thema heute Abend, leider ohne Fragezeichen. Was für ein Blödsinn. Freunde, schminkt euch diesen blödsinnigen Gedanken ab. Es gibt kein Diktat aus Brüssel. Es gibt Entscheidungen aus Brüssel, demokratisch legitimiert. Und wenn man Europa will, dann muss Entscheidung von Europa kommen. Von deutschen und von nichtdeutschen Vertretern in allen Institutionen. Im Parlament, im Rat, in der Kommission. Das Europäische Parlament mit Sitz in Brüssel und Straßburg ist praktisch der Europäische Bundestag. Er hat noch nicht all die Kompetenzen. Er ist eigentlich noch die 2. Kammer, aber er ist die gewählte Vertretung der Bürger. Alle 5 Jahre wird gewählt. Die demokratischen Parteien noch in den Mitgliedstaaten stellen Listen auf. SPD, Grüne, FDP, mit bundesweiten Listen, meine Partei, die CDU und CSU, mit Länderlisten. Und da sind Kandidaten darauf. Und er wird gewählt und wird nach der Zahl der abgegebenen Stimmen unserer Wahlbevölkerung entschieden, wie viele Sitze welche Partei aus Deutschland im Europäischen Parlament hat. Frankreich, Polen, die anderen vergleichbar. Es wird jetzt auf europäischer Ebene über europäische Listen oder einen europäischen Vorspann diskutiert, dann könnte ein Sachse auch eine Französin wählen bei den Liberalen, den Sozialisten, den Konservativen. Aber diese Debatte wird geführt, bedarf aber einer Vertragsänderung und die bedarf der Einstimmigkeit. Das Primärrecht Europas, also die Verträge von Lissabon und der Euratom-Vertrag, sind praktisch das europäische Verfassungsrecht. Und dies zu ändern, zu ergänzen, zu modernisieren, geht nur mit Einstimmigkeit. Das kann man begrüßen, beklagen, aber es ist nun mal im Augenblick noch so. Und Sie werden auf absehbare Zeit auch kaum eine Regierung finden, weder in Berlin noch in Paris, weder in Rom noch in Warschau,
die vom Prinzip der Einstimmigkeit beim Primärrecht abgehen will. Das Grundgesetz in Deutschland ändert man auch nicht so leicht. Da geht es auch nicht nur mit Mehrheit im Bundestag. Da geht es nur mit qualifizierter, einer hohen Mehrheit. So steht es im Grundgesetz. Und in Europa geht es eben bisher nur nach dem Willen der Mitgliedstaaten einstimmig. Vielleicht kommt eine Änderung der Listen, aber trotzdem, das Parlament ist demokratisch gewählt, vertritt 440 Millionen europäische Bürger und ist kleiner als der Deutsche Bundestag. Also die Demokratie Europas ist kostengünstiger. Ein Abgeordneter vertritt 600.000 Einwohner. Der Bundestag quillt über vor Abgeordneten. Demokratie bekommt dann ein Problem, wenn sie zu teuer wird und wenn das Wahlrecht nicht mehr zeitgemäß ist. Das europäische Wahlrecht ist demokratisch und eher zeitgemäß, als das deutsche Wahlrecht der letzten Bundestagswahl war. Der Rat. Der Rat ist der Europäische Bundesrat. Da tagen die Minister für Finanzen, für Wirtschaft, für Umwelt, für Inneres, für Kultur, für Medien, für Infrastruktur aus allen Mitgliedstaaten. 27 Frauen und Männer. Allerdings hat der deutsche Vertreter mehr Stimmengewichte als der Malteser. Deswegen kann es Deutschland immer eher gelingen, eine Entscheidung zu erreichen, mit einigen Partnern zu erwirken oder zu verhindern. Ein Vetorecht hat Deutschland nicht, aber ein sehr starkes Stimmengewicht. Und die Kommission ist die Geschäftsführung Europas, quasi die Regierung Europas. In der sitzen Frauen und Männer aus jedem Mitgliedstaat eine oder einer. Und das ist auch gut so. Jetzt hat man ja mal überlegt, warum braucht die Kommission 27? Reichen da nicht 12, 14, 16 aus? Aber klar ist doch, ein Mitglied der Kommission hat zwei Aufgaben. Sein Portfolio, also Energie oder Inneres oder Wettbewerbsrecht. Aber zweitens ist sie oder er immer auch der Botschafter Europas im Mitgliedstaat. Meine Präsidenten Barroso und Juncker haben mir in Sachen Energie oder digitale Wirtschaft und Gesellschaft oder Haushalt und Personal viele Freiheiten gelassen, haben mich alle zwei Wochen gefragt, Günther, was ist denn in Sachen Flüchtlinge, in Sachen Haushaltsbeiträge, in Sachen Energiepolitik Deutschland zumutbar? Das heißt, ich war in Brüssel der deutsche Erwartungen und Politik erklärt hat. Und ich war in Berlin, Dresden und Stuttgart der über die Arbeit aus Europa berichtet hat. Ich war die halbe Arbeitszeit bei Kammern und Gewerkschaften, bei Kirchen, bei Kommunen, bei Landesregierungen, bei Vertretern der Wissenschaft in Deutschland. Und so wie dieses Einkommissar aus Deutschland als Brücke leisten muss, ist es für Estland, Portugal, für jeden anderen Mitgliedstaat wichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Kommission ein Mitgliedstaat oder mehrere Mitgliedstaaten oder die Hälfte gar nicht vertreten ist. Das wäre für die Akzeptanz Europas von großem Schaden. Und da wir nun mal 27 Mitgliedstaaten haben, vielleicht bald 30 oder mehr, wenn auf dem Westbalkan aus Kandidaten Mitglieder werden, da werden es eher noch mehr. Europa ist hochkomplex. Aber nochmals, solange man in Deutschland 16 Landesregierungen hat, mit im Schnitt 8 Ministern, also weit über 100 Ministern plus Staatssekretäre, solange man in Berlin mehr parlamentarische Staatssekretäre hat als jemals zuvor, bald gibt es mehr parlamentarische Staatssekretäre als Bundestagsabgeordnete, solange sind nur 27 für 440 Millionen Menschen nicht zu viel. Europa ist auch politisch relativ schlank unterwegs. Zum Thema Demokratiegebot. Wie wird man Kommissar? Indem eine gewählte Bundesregierung eine Frau, einen Mann vorschlägt als Kandidaten für Deutschland zum Beispiel. Das war die Regierung Angela Merkel 2009 und nochmals 2014, die mich vorgeschlagen hat.
Davor war es die Regierung Gerhard Schröder, die Günther Verheugen zweimal vorgeschlagen hat. Aber dann ist man nicht automatisch Kommissionsmitglied. Dann wird man zu seinem Thema und generell zur europäischen Einstellung im Parlament, im Fachausschuss, 3 Stunden gegrillt. Und danach stimmt das Parlament ab, ob man diesen Anwärter akzeptiert oder ablehnt. Und regelmäßig werden nicht alle Kommissarsanwärter akzeptiert, einige werden abgelehnt. Jetzt bitte aufpassen, wie wird man Bundesminister? Da sitzen dann am letzten Abend einer Koalitionsverhandlung, in dem Fall die Ampel, der starke Mann der SPD, Olaf Scholz, vielleicht begleitet von den beiden Parteivorsitzenden oder auch nicht. Und die beiden Co-Vorsitzenden der Grünen, Habeck und Baerbock, und Lindner für die FDP zusammen. Und entscheiden dann in diesen 3 Vertretern der 3 Parteien, welches Ministerium bekommt die SPD, die Grünen, die FDP. Und wer entscheidet dann den Minister, die Ministerin? Einzig und allein der oder die Parteivorsitzenden. Minister für Justiz, Buschmann. Minister für Verkehr und Digitales, Wissing. Ministerin für Äußeres, Baerbock. Minister für Inneres, Faeser. Nicht in keiner Form demokratisch legitimiert. Übrigens in Sachsen auch nicht besser. Da entscheidet Kretschmer alleine, wer Minister wird. Und der Landtag in Sachsen und der Bundestag in Berlin werden nicht mal angehört. Es findet auch keine Befragung statt. Sie werden nicht gewählt. Kommissarsanwärter werden gegrillt, befragt und dann gewählt oder nicht gewählt. Minister in Dresden oder Berlin werden vom starken Mann, der starken Frau ihrer Partei ausgesucht und ernannt und bekommen dann vom Bundespräsidenten ihre Urkunde. Punkt aus. Wo ist ein Defizit an Demokratie? Eher in Stuttgart, Dresden, Berlin, weniger in Brüssel und Straßburg. Dann in der Sache, eine Kommission stellt immer im Herbst eines Jahres ihr Arbeitsprogramm für das nächste Jahr vor. Umfassend wird dargelegt, was im nächsten Jahr beabsichtigt ist. An Kommunikationen, an Weißbüchern, an Gesetzesentwürfen. Umfassend. Und etwas Vergleichbares finden Sie in Berlin oder Stuttgart oder Dresden nicht. Dann noch ein weiterer Punkt. Der Kalender eines Kommissars steht im Netz. Ein Kommissar muss alle dienstlichen Termine angeben. Wo, wie lange, mit wem und Access to Documents. Alle Dokumente, die er bekommt, um das Gespräch zu führen, können auf Befragen von Abgeordneten oder von Pressevertretern abgerufen werden, sind öffentlich. Etwas Vergleichbares kenne ich nicht in Berlin, Stuttgart oder Dresden. Dann das Thema Cooling Off. Ich musste 2 Jahre nach meinem Aussteigen anzeigen, wenn ich beruflich tätig werden wollte. Und es wurde streng geprüft, ob dies genehmigungsfähig war. Etwas Vergleichbares, 2 Jahre, kenne ich in deutschen Ländern ebenso nicht. Da ist der Wechsel aus Politik und Wirtschaft von heute auf morgen noch immer gang und gäbe. Ich will damit nur aufzeigen, Europa ist nicht perfekt. Und wir brauchen eine Modernisierung unseres Primärrechts, unserer Verträge. Aber da dies nur einstimmig geht und oftmals eben auch nicht allein durch den Bundestag, durch das Parlament, sondern durch eine Volksentscheidung getroffen werden muss. Und der Verfassungsvertrag 2005 wurde in Irland und Frankreich nicht akzeptiert, zurückgewiesen. Deswegen ist eine Weiterentwicklung unseres Primärrechts nicht so einfach. Aber es ist trotzdem eine Grundlage, auf der Demokratie stattfindet, wo Entscheidungen getroffen werden. Aber Entscheidungen von Parlament und Rat auf Vorschlag der Kommission, das ist kein Diktat. Das ist demokratische Willensausübung, demokratische Meinungsbildung. Und deswegen ändert das Thema Entscheidungen aus Brüssel und nicht Diktate aus Brüssel. Ich kenne mehr Diktate überraschend über Nacht aus Berlin als aus der europäischen Ebene. Nichts für ungut. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Oettinger, dass Sie uns da so vehement widersprochen haben. Schminkt euch diesen Blödsinn ab, sagten Sie. Es gäbe kein Diktat aus Brüssel. Wir konnten nicht zwei Fragezeichen in den Titel machen. Das heißt, das letzte Fragezeichen galt auch für das erste mit. Sie haben uns außerdem gezeigt, dass Demokratie nicht nur Arithmetik ist, dass es nicht allein ums Rechnen geht. Und gerade bei der Frage der Einstimmigkeit sieht man, wie wichtig Demokratie ist einerseits und wie man sie verschieden verstehen kann. Denn dass Vertragsänderungen einstimmig sein müssen, schützt das jeweilige Volk in dem Land, dass es nicht überstimmt wird. Aber eigentlich verstehen wir Demokratie immer als Mehrheitsentscheidung. Und was wir seit Beginn der europäischen Verträge seit Rom sehen, ist, dass es nicht nur wir eine Ausweitung der Macht des Parlaments haben, sondern gleichzeitig auch eine Ausweitung von qualifizierten oder von einfachen Mehrheitsentscheidungen gegen die Einstimmigkeit gerichtet, damit Europa insgesamt demokratischer wird. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Oettinger, und dann eröffne ich die Runde für alle FragestellerInnen. Und zwar sagten Sie, wir brauchen eine Modernisierung unserer Verträge. Und Sie sprachen da speziell an, dass wir eben noch nationale Listen haben, also national letztlich wählen, aber dass es eine Initiative gibt, dass es europäische Listen geben soll. Würde mich interessieren, wie stark ist hier diese Initiative, wie weit ist das schon fortgeschritten? Glauben Sie, dass das Aussicht hat, tatsächlich in zukünftigen Vertragsänderungen eine Rolle zu spielen? Und was glauben Sie noch ist wichtig, wenn Sie über die Modernisierung der EU-Verträge sprechen? Was müsste man noch besser machen, um noch mehr Demokratie in der EU zu schaffen? Sie haben zu Recht gesagt, das Prinzip der Mehrheitsentscheidung hat in Europa Fahrt aufgenommen. Das stimmt. Es gibt nur noch wenige Themenbereiche, in denen die Einstimmigkeit die Grundlage ist. Das ist die Steuerpolitik, das ist die Außenpolitik, das ist die Haushaltspolitik für den Haushaltsrahmen über 5 Jahre oder 7 Jahre hinweg. Und daneben eben das Primärrecht. Das heißt, wenn man generell zum Mehrheitsprinzip kommen will, muss man das Primärrecht einstimmig ändern. Dies ist nicht chancenlos. Ich glaube, dass in der Außenpolitik das Mehrheitsprinzip kommen wird. Denn es macht ja keinen Sinn, wenn wir bei einer Krise Ukraine-Russland oder in der Maghreb-Zone oder in anderen Regionen unserer Nachbarschaft erst wochenlang beraten müssen und dann 2 oder 3 jede Willensbildung erschweren oder verhindern können. In der Außenpolitik bin ich Optimist. Bei der Steuerpolitik, ich glaube nicht, dass die Mitgliedstaaten sich die alleinige Hoheit für das Steuerrecht abnehmen lassen wollen. Das heißt, es wird wenige Themenfelder auch in Zukunft geben, die einstimmig beschlossen werden müssen. Und zum Thema Wahlrecht. Ich könnte mir vorstellen, dass bei der nächsten Wahl 2 Veränderungen in Kraft treten. Die eine, dass Kommissionspräsidentin oder Kommissionspräsident nur noch der werden kann oder die werden kann, die bei der Europawahl angetreten sind. Also die Lehre aus dem letzten Wahlvorgang, wo ja Manfred Weber und seine Mitbewerber die Spitzenkandidaten waren, Franz Timmermans, dass die am Ende keine Chance hatten und Frau von der Leyen es geworden ist. Also erste Änderung, das glaube ich, ein Abkommen oder gar eine Vertragsänderung, Kommissionschef kann werden, wer antritt zur Wahl in seinem Heimatland. Oder, und die zweite Änderung halte ich auch für denkbar, indem es eine Art Vorspann gibt, indem es meinetwegen eine begrenzte Zahl von Mandaten gibt, die auf einer europäischen Vorspannliste zur Wahl stehen. Meinetwegen, wenn jetzt die Sitze der Briten frei geworden sind, könnte man davon einen Teil nehmen, um vielleicht 30 oder 40 Plätze europäisch zu wählen. Und da kann jede Partei, in dem Fall dann nicht mehr die SPD,
sondern ihre europäische Familie, die S&D. Nicht mehr die CDU, sondern die EVP. Nicht mehr die FDP, sondern Renew. Mit der europäischen Familie einen Vorspann vorschlagen und daraus werden dann 30, 40 Frauen und Männer dieser Parteien, dieser Parteifamilien entlang des Vorspanns gewählt. Das wäre ein wichtiger Zwischenschritt, um die Wahl aus den rein nationalen Gebietsgrenzen auf die europäische Ebene zu bringen. Herzlichen Dank. Ich schaue in die Runde. Ich sehe keine, jawohl, ich sehe einen Gruß im Chat. Ist das auch der Wunsch, eine Frage zu stellen oder einen Kommentar abzugeben? Dann würde ich Sie bitten, Ihr Mikrofon zu öffnen und die Kamera anzustellen. Frau Burkhardt, bitte. Ja, wenn gerade sonst niemand anderes eine Frage hat, dann würde ich mal die Initiative ergreifen und Sie fragen, wie Sie sich denn dann erklären, dass nicht zuletzt Angela Merkel und somit auch also ihrer eigenen Partei denn vorgeworfen wurde, dass sie zum Beispiel auf Initiativen Emmanuel Macrons oder auch in Bezug auf die europäische Souveränität eher zurückhaltend reagiert hat und dass da in der Presse doch oft Deutschland als bremsend dargestellt wurde. Also wie erklären Sie sich das und wie passt es denn damit zusammen, dass Sie denken, dass es durchaus die Chance besteht, dass in der Zukunft wir zu mehr Einstimmigkeit finden könnten in der Außenpolitik? In der Tat hat Herr Macron nach seiner Wahl 3 wichtige Reden für Europa gehalten. Eine auf der Akropolis, eine in Aachen und eine in Paris selbst. Und enttäuschend war nicht, dass Deutschland nicht Kritik geübt hätte, sondern es gab gar keine Reaktion. Es war enttäuschend, dass die Große Koalition von Frau Merkel, Herr Minister Maas und all die anderen gar nicht reagiert, ihn praktisch einfach sitzen ließen. Und die Ampelkoalition muss es zeigen, ob sie es besser kann. Sie wollen ja die Vereinigten Staaten von Europa. Das halte ich für eine Vision, aber innerhalb der nächsten 4 Jahre mit Sicherheit nicht erreichbar. Ich bin gespannt, ob diese neue Ampelregierung mehr europäisch agiert und mehr für die Stärkung Europas tut, als es die GroKo von Frau Merkel und Herrn Maas getan hat. Und Einstimmigkeit, die Beratungen werden schon in der Juncker-Kommission geführt, werden im Rat der Außenminister geführt. Und ich hoffe, dass Herr Borrell, der hohe Beauftragte für die Außenpolitik, jetzt die nächsten 2 Jahre nutzt, um vom Prinzip der Einstimmigkeit in Fragen der Außenpolitik und der Meinungsbildung zu externen Fragen wegzugehen und zum Prinzip der qualifizierten Mehrheit überzugehen. Zumindest spüre ich bei vielen Mitgliedern im Rat der Außenminister die Bereitschaft dazu. Das wäre angesichts der Krisen tatsächlich mehr als wünschenswert. Ich schaue mich nach Fragen um, würde eine Anschlussfrage selbst stellen, aber Frau Mielecki, bitteschön. Ja, hallo. Ich sehe Sie aus Leipzig sozusagen. Für mich ist die EU was ganz Wichtiges und ich bin wirklich immer wieder sehr froh, dass es bei allen Holprigkeiten, die es immer gibt, trotzdem einfach funktioniert. Denn man weiß ja, also 27 Staaten unter einen Hut zu kriegen, es ist ja schon in der Familie schwierig, mit 10, 12 Leuten eine Meinung zu erarbeiten oder zu erreichen. Also das finde ich schon mal vorausgesetzt oder vorausgeschoben. Ich bin sehr froh, vor allen Dingen auch diesen Europäischen Gerichtshof, da bin ich regelrecht glücklich darüber. Zugleich habe ich natürlich mit dieser Einstimmigkeit schon Schwierigkeiten. Man sieht es ja jetzt in Polen mit der Justiz, mit Tschechien, mit Ungarn. Mich würde interessieren, wann konkret wird über dieses Thema
Einstimmigkeit oder eben die qualifizierte Mehrheit, wann wird darüber diskutiert und neu entschieden? Und die zweite Frage wäre, also nicht so wichtig, aber einfach nur interessant, die Antwort zu hören. Sommerzeit, Winterzeit, die Bevölkerung wollte gerne, dass entschieden wird, es wird nicht entschieden. Wann konkret ist da eine Entscheidung zu erwarten? Das wären meine beiden Fragen. Beste Grüße nach Leipzig und zur ersten Frage. Ich glaube, dass der Rat der Außenminister in den beiden nächsten Jahren seine Bereitschaft vom Prinzip der Einstimmigkeit zum Mehrheitsprinzip der qualifizierten Mehrheit zu gehen, erklären wird. Und dann liegt es an den Regierungschefs, dies auch entsprechend zu machen. Da sehe ich gute Chancen. Zweitens, Sommerzeit, Winterzeit. Darf ich bloß mal kurz zwischenfragen? Ja, wann wird das sein? Wann ist da ein konkreter Termin zu erwarten? Dann müssten Sie Herrn Borrell fragen. Ich bin Bürger wie Sie. Ich bin nicht mehr Mitglied der Kommission. Ich lese Zeitungen. Ich bin noch in Brüssel, aber ich habe dort keine Stimme mehr, kein Abstimmungsrecht mehr. Da müssten Sie Herrn Borrell fragen oder Frau Baerbock. Frau Baerbock ist jetzt alle zwei Wochen in Brüssel. Die hat dort das Recht und die Möglichkeit und auch die Pflicht, für das Prinzip von Abstimmungen mit Mehrheit einzutreten. Die entsprechenden Vorschläge liegen auf dem Tisch. Deswegen sage ich, ich hoffe, in den beiden nächsten Jahren kommt es dazu. In den nächsten Jahren? In den beiden nächsten Jahren, hoffentlich. Ja. Mhm. Zum Thema Winterzeit und Sommerzeit bin ich, was mir leid tut, ganz anderer Meinung als Sie. Wir werden darüber nie entscheiden, weil Sommerzeit und Winterzeit, es gibt gute Gründe dafür. Wenn Sie die Sommerzeit abschaffen, dann werden Sie Tage erleben, wo das Licht der Sonne, wo die Helligkeit mit den alltäglichen Abläufen nicht übereinstimmt. Und umgekehrt kann es sein, dass bei einer Entscheidung in die andere Richtung Kinder morgens noch um 8 Uhr in völliger Dunkelheit in die Schule tapsen. Es sind gute Gründe für Sommerzeit und Winterzeit. Und vor allen Dingen, das war kein Wille der Mehrheit. Das waren ganz, ganz wenige Bürger. In Europa noch viel weniger als in Deutschland. Die wollten die Abschaffung. Aber wenn Sie einmal sich umhören, in Frankreich, in Polen, in Bulgarien, in Portugal, die wollen es gar nicht. Und damit zurück. Sie werden für die Abschaffung der Sommerzeit im Rat keine Mehrheit finden. Da gilt das Prinzip der Mehrheit schon. Aber genau die Mehrheit für die Abschaffung besteht nicht. Und wir Deutsche neigen zu Folgendem. Wenn wir in Brüssel etwas erreichen, sagen wir, prima gelaufen. Wenn es anders läuft, als wir es wollen, dann sind wir oftmals nur schwer bereit, Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren. Ich bin gespannt, wie es läuft jetzt mit dem Thema Taxonomie und Gas und Kernkraft. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Nachhaltigkeit von Kernkraft und Atomstrom in etwa 20 europäischen Ländern so gesehen wird. Da kann man anderer Meinung sein. Ist jetzt auch kritisch. Aber die Franzosen sind genauso gebildet wie wir, haben genau die gleichen Rechte, lesen genauso wissenschaftliche Studien und sind für Kernkraft und deren Nachhaltigkeit. Und die Tschechen, die Slowaken, die Slowenen, die Kroaten, die Bulgaren, die Polen, andere ebenso. Und deswegen Sommerzeit, Winterzeit, das war ein emotionales Thema in Deutschland, aber meine Prognose ist, es bleibt, wie es war. Und dies ist auch durchaus sinnvoll. Nach meinem Dafürhalten war es ja so, dass die Entscheidung einfach nur vertagt wird und alles noch offen ist. Ich habe ja nichts dagegen, dass man sich da entscheidet mit der Mehrheit. Und ich meine, dieser Schwenk jetzt zum Atom und nicht Atomkraft, das ist ganz hübsch, aber das ist ja schon ein ganz anderes Schwergewicht. Und insofern bin ich da gar nicht dagegen, dass man das als Übergang sieht, sondern es muss immer Vorreiter geben für zumindest nach jetzigem Stand bessere Lösungen. Und insofern finde ich das also als Übergangs,
ja, Modell vielleicht machbar. Aber wie gesagt, bei der Sommerzeit ging es mir eigentlich nur darum, dass eine Entscheidung gefällt wird. Aber ich habe den Eindruck, dass es halt in der Schwebe ist. Aber so weit, so gut. Also trotzdem Dank und für alle Arbeit in der EU wirklich mein ganz großes Wohlwollen. Danke an Sie. Ich sehe weitere gehobene Hände. Ich glaube, Herr Klose hat direkt eine Anschlussfrage. Bitte. Nicht direkt zum gleichen Thema. Gut. Herr Dinger, vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben sehr schön dargestellt, die Repräsentanz und auch die Ausgewogenheit der Mitglieder im Parlament und in den Kommissionen. Ich habe eine Frage zum Verhältnis zwischen den Ländern und der EU, den Kommissionen. Gibt es da ein Vertrauensverhältnis? Meine Politik lebt ja von Vertrauen und Vertrauensvorschuss. Ich würde gerne mal hinter die Kulissen schauen. Also Großbritannien war ja immer im Prinzip in einer Spannung zur EU. Und trotzdem muss man irgendwie gemeinsam gestalten. Am Ende ist Großbritannien ausgetreten. Und alles, was wir wahrnehmen über Polen und Ungarn, ist, dass tatsächlich Ungarn und Polen nicht den Erwartungen entsprechen, denen man vielleicht in der Politik hat. Aber in der Demokratie kommt es vor. Also gibt es da ein wohlwollendes Verhältnis zu diesen Ländern, das sozusagen auch da wohlwollend einwirkt? Oder würden Sie sagen, da sind Bruchlinien, die können auch zum Austritt führen? Ich glaube nicht, dass ein Austritt absehbar ist. Beide Länder wissen sehr wohl, ob der Vorteile der Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Ich kenne beide Länder sehr gut. In Sachen Rechtsstaatlichkeit und dritte Gewalt und Gerichtsbarkeit haben wir große Sorgen und gehen im Rahmen unserer Möglichkeiten als Kommission, auch die jetzige, auch entsprechend vor. In anderen Bereichen, zum Beispiel wirtschaftliche Stärke, Arbeitsmarkt, sozialer Wohlstand von Menschen, sind die beiden Länder hervorragende Beispiele für eine gute europäische Entwicklung im europäischen Binnenmarkt. Und zum Thema des Vorgehens der Kommission, man muss eines sehen, wenn jemand Mitglied Europas werden will, also Serbien, Montenegro und die anderen auf dem Westbalkan, dann wird im Beitrittsverfahren über Jahre hinweg sehr kritisch und gründlich geprüft, ob die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft erfüllt sind. In über 30 Kapiteln wird dies geprüft. Kapitel Bildung, Kapitel Sozialstaat, Kapitel Marktwirtschaft, Kapitel Korruptionsfreiheit, Kapitel Infrastruktur, Kapitel Demografie und Alterssicherung etc. Und in dem Vorgehen, einen Kandidaten zu prüfen, ist die Kommission sehr stark. Wenn aber jemand Mitglied ist, dann wollen die anderen Mitgliedstaaten nicht, dass die Kommission mit zu starken Instrumenten gegen diesen Staat vorgehen kann. Das heißt, wenn jemand im Club ist, Polen, Ungarn, ist die Kommission relativ schwach. Es war ein gewolltes Prinzip, das in unseren Verträgen steht, in dem die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass sie, wenn sie mal drin sind, stark sind und die Kommission eher schwach. Dankeschön. Herr Thiemann, bitte. Vielen Dank. Ich würde mal interessieren, was Sie für eine Vision haben von der idealen EU als Demokratie, als Gesellschaft zum einen, aber auch die Rolle des wahrscheinlich aktiven Bürgers in dieser Demokratie. Wie könnte die ideale Demokratie in Europa aussehen und wie würde sich idealerweise der aktive Bürger verhalten? Der Bürger muss endlich wahrnehmen, dass er drei Hauptstädte hat. Jeder hat drei Hauptstädte. Sie haben Dresden, ich Stuttgart, wir haben Berlin und wir haben Brüssel. Ich nehme beide mal zurück. Ich frage Sie alle, wann waren Sie das letzte Mal in Berlin und wann in Brüssel? Wenn überhaupt. Berlin ist für uns vertraut. Wir reisen dorthin, wir nehmen dort an Konferenzen teil. Nach Brüssel kommt kaum jemand. Deswegen sage ich eigentlich jedem Bürger und auch jedem IHK-Hauptgeschäftsführer, jedem Gewerkschaftsvertreter, nach jeder Reise nach Berlin einmal nach Brüssel. Es lohnt sich. Und Brüssel
ist gastfreundlich und die Abgeordneten und die Kommissionsbeamten haben Interesse am direkten Dialog mit den Bürgern. Digital oder noch besser vor Ort in Brüssel, Luxemburg oder Straßburg. Und ein weiterer Punkt kommt hinzu. Indem das Arbeitsprogramm der Kommission für 2022 im Netz ist, sind Eingaben ihrerseits möglich. Und sie haben vor Ort in Sachsen auch eigene europäische Abgeordnete, die sie nutzen können. Es gibt ein Kabinett der Präsidentin Frau von der Leyen, der deutschen Kommissarin. Auch dies ist ansprechbar. Das heißt einfach, so wie Sie vielleicht mit Ihrem Landratsamt oder dem Bundestagsabgeordneten in Kontakt treten. Brüssel ist keine Raumstation. Brüssel ist erreichbar und Brüssel ist auch durchaus transparent. Es zu nutzen ist unsere Möglichkeit, vielleicht ein bisschen unsere gemeinsame Verantwortung. Dankeschön. Ja, Brüssel ist auf jeden Fall jede Reise wert. Eine wunderschöne Stadt und das letzte und Belgien ist auch ein großartiges Land. Es lohnt sich also aus vielerlei Hinsicht. Nicht nur wegen der Verkehrswende, wie es gerade hier im Chat heißt. Dankeschön. Es gibt Fragen im Chat. Herr Dirschauer, wollen Sie die nochmal stellen oder soll ich das gerade für Sie tun? Wenn Sie nicht reagieren, dann würde ich es machen, sonst lade ich Sie auch ein, das gerne zu tun. Gut, also trotz des leidenschaftlichen Plädoyers, schreibt Wolfgang Dirschauer, für Europa ist festzustellen, dass in durchaus seriösen Meinungsumfragen sehr viel Skepsis und Unmut über Brüssel dokumentiert wird. Ist dies eine reine Projektion von nationaler Politik, Politikerverdrossenheit auf die Ebene der EU? Oder wie erklären Sie sich dieses seit Jahren feststellbare Phänomen? Klar ist doch, ein Land wie Sachsen zu führen, ist eine große Aufgabe für eine Regierung, für Ministerien, einen Landtag. Da gibt es Gegensätze zwischen dem ländlichen Raum, im Dreiländereck, Annaberg und meinetwegen Chemnitz. Oder es gibt Gegensätze zwischen Leipzig und Dresden. Aber diese Gegensätze in Sachsen sind kleiner und die Zahl der Gegensätze ist geringer. In Deutschland gibt es mehr Gegensätze. Ich habe mich immer geärgert, dass Baden-Württemberg im Länderfinanzausgleich nach Bremen und Berlin zahlen muss. Dass die nicht in der Lage waren, sich ordentlich zu organisieren. Dass wir Aufbau Ost finanzieren. War völlig klar, bleibt klar. Aber dass wir deutsche Länder haben, die effektiv alle Möglichkeiten hätten, um Geberland zu werden, es nicht geworden sind, das ärgert mich. Aber es ist hinnehmbar. Viel komplexer ist natürlich Europa. Von Lissabon bis Vilnius, von Irland bis Athen. 23 Sprachen, zig Kriegsgeschichten, Religionen, Gegensätze. Und klar ist, das Bruttosozialprodukt pro Kopf, das GDP pro Capita, ist sehr unterschiedlich. Das Einkommen pro Einwohner in Luxemburg liegt bei 103.000 Euro, in den ärmsten Regionen bei 12.000 Euro. Das heißt, in Europa ist das Potenzial an Unzufriedenheit ein Vielfaches größer als zwischen den Sachsen oder zwischen den Badenern und den Württembergern. Und deswegen ist auch die Meinung, die kritische Meinung zu Brüssel mehr ausgeprägt als die zu Dresden, Stuttgart oder Berlin. Trotzdem, es klappt. Kennen Sie einen zweiten Kontinent, der bei all diesen Unterschiedlichkeiten in Sprache, Kultur, Geschichte, Religion, Wirtschaftskraft so kooperiert wie Europa? Ich kenne keinen zweiten. In Nordamerikas hat Trump Mauerbau zwischen Mexiko und den USA begonnen. Im Süden Amerikas, zwischen Chile und Brasilien, Kolumbien und Paraguay, wenig Kooperation. In Afrika wenig Kooperation. In Asien die kleinen und großen Tiger, aber sie mögen sich nicht. Europa ist neben Australien, nur haben sie viel einfacher als wir, mit einer Sprache, mit einem Volk,
aller Nationen. Europa ist der Kontinent, der am besten kooperiert. Und dass wir heute streiten, dass wir in Brüssel und Straßburg streiten, aber im Sitzungssaal und im Parlament und nicht mehr mit Waffen im Krieg, ist der Fortschritt der letzten 70, 80 Jahre. Und deswegen ist ein Friedensprojekt und bei allen Problemen, nur wenn Europa seinen Weg geht, werden die Europäer, werden die Deutschen, werden die Schwaben, werden die Sachsen noch ein bisschen die Welt von morgen mitgestalten. Nicht mehr dominieren, aber mitgestalten. Alles andere ist nicht mehr wahrnehmbar. Wissen Sie, China hat 1400 Millionen Menschen. Und wir haben bald noch 1% der Weltbevölkerung, Deutschland. Und Sachsen ein halbes Promille. Wenn wir die Welt ein bisschen mitgestalten wollen, Frieden sichern, Klimaschutz voranbringen, Standards und Normen für Produkte oder Wirtschaft setzen oder auch nur ein Menschenbild erhalten, dann geht es nur im europäischen Team. Europa hat 27 Mitgliedstaaten und die haben wiederum zwei Gruppen. Die eine Gruppe der Mitgliedstaaten, das sind Staaten, die klein sind. Und die andere Gruppe, das sind Staaten, die wissen, dass sie klein sind. Mir scheint, Deutschland weiß es noch immer nicht. Auch wir sind ein Zwerg. Auch wir sind alleine zu klein, um die Welt mitzugestalten. Schauen Sie mal an, wie jetzt Olaf Scholz nach DC fliegt. Eher planlos, Entschuldigung. Aber wenn wir nicht als Europäer eine Stimme, eine Position, ein Gewicht, eine Armee in der Zukunft haben, dann werden die anderen in Peking, in DC, in Moskau entscheiden, wohin es geht. Und deswegen, ich bin leidenschaftlicher Europäer und ich glaube, dass die Deutschen zwar gerne kritisieren, aber schon wissen, was sie an Europa haben. Nehmen Sie Ihr Land. Im Kalten Krieg waren sie völlig abgehängt. Die deutsche Einheit war ein Glück für Baden-Württemberg und für Sachsen. Für uns Deutsche in Ost und West. Aber mindestens so wichtig wie die deutsche Einheit war die Erweiterung in die Tschechische Republik, nach Böhmen und Mähren, nach Polen. Sie lagen im Kalten Krieg ziemlich schlecht da. Berlin hat bestimmt, Ostberlin, und sie hatten nichts zu sagen. In der deutschen Einheit haben wir die große Tragödie und das Verbrechen des Zweiten Weltkriegs überwunden. Aber mit der Erweiterung Polen und Tschechien und Slowakei sind sie in den Mittelpunkt Europas geraten. Das Dreiländereck, Görlitz, blüht und gedeiht. Görlitz ist meine Lieblingsstadt. Görlitz hat eine bewegte Geschichte über Jahrhunderte hinweg. Aber die deutsche Einheit, dass Görlitz westlich und östlich der Neiße zusammenwächst, dass da mit zwei Sprachen Brücken gebaut werden. Sport, Kultur, Freizeit, Arbeiten, Wohnen, alt werden. Sachsen ist am Rand gelegen und ein ganz großer Nutznießer der europäischen Erweiterung. Und ist eigentlich rein geografisch auf den dümmsten auf der Landkarte absehbar. Dankeschön. Herr Krause hat die Hand gehoben. Bitte. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal... Wenn Sie nichts ausmachen, können Sie gerne Ihre Kamera anmachen. Würde ich machen, wenn ich eine hätte, beziehungsweise dann, wenn die funktionieren würde. Sorry, ich aber ich kann Ihnen versichern, Sie versäumen nicht viel. Jetzt, wie gesagt, ich würde ganz gerne nochmal auf das eigentliche Kernthema der Veranstaltung zurückkommen. Es geht ja nicht darum, ist EU gut oder schlecht, darüber kann man trefflich streiten und wird da sicherlich netto zu einem positiven Resultat kommen, sondern es ging ja um das Demokratiedefizit. Und da würde ich in der Tat schon zwei Punkte gerne anführen, wo ich ein Demokratiedefizit sehe. Zum einen, das liegt jetzt ein bisschen zurück, aber es gab seitdem ja keine signifikante Souveränitätsübertragung an die Union, an die EU mehr. Sprich der Prozess Lissabon und davor der Versuch, eine Verfassung zu etablieren, eine europäische. Da hat es gerade mal 4 Referenten gegeben in ganz Europa zu dem Thema. Davon sind 2 eben gescheitert und
Spanien war eine sehr geringe Beteiligung und Luxemburg ist praktisch durch eine Drohung, Rücktrittsdrohung, sage ich mal, des damaligen Ministerpräsidenten dort knapp positiv ausgefallen. Bei Lissabon hat man sich gar nicht getraut, überhaupt noch ein Referendum zu machen. Das, finde ich, ist erstmal durchaus ein Demokratiedefizit, weil bei so einer signifikanten Übertragung von Souveränität muss meines Erachtens der Souverän, nämlich das Volk, direkt auch gefragt werden. Und ich glaube auch, dass man sich damit keinen Gefallen getan hat, weil natürlich der Umstand, dass man Lissabon, dass man im Prinzip die Verfassung fast unverändert in Lissabon übernommen hat und ohne das, ohne eben das Volk direkt zu befragen, die Völker direkt zu befragen, glaube ich, hat eine gewisse Bürde der EU auferlegt, dass sie da eben sich Kompetenz angemaßt hat, die, wo sie offensichtlich die Befürchtung hatte, dass die Völker ihnen die so nicht übertragen hätte. Und der zweite Punkt, ganz kurz, ist ein bisschen jetzt aktueller. Da geht es darum, eben nochmal das Thema Polen ist schon mal gefallen, auch Ungarn. Meines Erachtens ist insbesondere jetzt das Thema Rechtsstaat, was den Polen vorgeworfen wird, eine Verletzung des Prinzips der Einzelkompetenzübertragung an die EU. Es steht nirgends in irgendeinem EU-Vertrag, dass es Aufgabe der Kommission oder des Europäischen Gerichtshofs ist, die Umsetzung des Rechtsstaatsprinzips in den einzelnen Mitgliedsländern zu überwachen. Ja, es geht ja, Polen bestreitet ja nicht das Rechtsstaatsprinzip. Ja, das ist ja, das, niemand bestreitet das dort. Sie setzen das nur in einer Art und Weise um, die bestimmten Leuten, unter anderem einer Einzelrichterin, sage ich mal, im EuGH nicht gefällt und die darum eben Polen mit einem hohen Bußgeld, wiederkehrenden Bußgeld belegt hat. Eine Einzelrichterin, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, gegen eine in Polen ja demokratisch gefällte Entscheidung. Ja, das ist ja nicht so, dass der polnische Präsident oder so da jetzt einen Erlass vollzogen hat, sondern das ist ja ein Gesetz, was vom polnischen Parlament verabschiedet worden ist, ja, was hier von der EU in Frage gestellt wird. Also das sind, und wie gesagt, das ist meines Erachtens durch die EU-Verträge nicht gedeckt. Das würde mich auch mal interessieren, wie Sie das sehen natürlich. Oder woher Sie praktisch, wie Sie aus den Verträgen eine Kompetenz ableiten, der EU dort in Polen so drastisch einzugreifen in den Prozess. Einfach nur die Erwähnung des Rechtsstaatsprinzips in einer Präambel oder in einem Artikel, dass man sich darauf beruft oder dazu bekennt zum Rechtsstaatsprinzip als Mitgliedstaat, ja, ist meiner Meinung nach rechtfertigt nicht, dass die Ausgestaltung, wie der Rechtsstaat implementiert wird in den Mitgliedsländern, dass das der Kontrolle der Kommission oder des EuGH unterliegt. Okay. So, sorry, dass ich so lange war. Das war es dann aber auch schon, die zwei Punkte. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Zur zweiten Frage. Eine Präambel ist ja nicht etwas Unwichtiges am Beginn eines Gesetzes. Und dort und in Artikeln steht klar drin, dass die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit der dritten Gewalt gewahrt sein muss. Und da besteht eben Zweifel. Und zwar begründete Zweifel in Polen. Und dass dies vom EuGH in zahlreichen Fällen auch so gesehen wird, von anerkannten Richtern, ist ja auch ein Fingerzeig, dass in Polen etwas falsch läuft. Wenn Sie zum Beispiel das Lebensalter für Richter von jetzt auf nachher um einige Jahre zurücksetzen und damit eine große Zahl von Pensionsfällen haben, und danach den Nachbesetzen, dann stinkt dies gegen den Himmel. Und übrigens, die Kommission ist nun mal die Hüterin der Verträge. Die Kommission hat dieses Recht, die Pflicht zu prüfen, ob in den Mitgliedstaaten etwas schiefläuft. Und dann darauf einzugehen und vorzugehen. Genau dies hat die Kommission Barroso II, wie auch Juncker, und jetzt auch die jetzige Kommission zu tun. Also ich sehe das Ganze schon etwas anders. Und wenn die Polen dann sagen, ja, auch in Deutschland stimmt nicht alles, weil man in Deutschland eben auch die Parteien und die Fraktionen befragt und sie etwas zu sagen haben bei unserem Bundesverfassungsgericht, dann zeigt dies doch, Rechtsstaatlichkeit und dritte Gewalt
ist ein hohes Gut und es ist erlaubt und notwendig, auf europäischer Ebene zu prüfen, ob in Mitgliedstaaten etwas falsch läuft. Auch beim Thema Medien und Rundfunk läuft in Polen und Ungarn einiges falsch. Und zum ersten Punkt Referenden. Wenn in den nächsten Wochen im Bundestag entschieden wird, ob eine Impfpflicht kommen soll, da wird Herr Krause auch nicht gefragt, ob er dafür oder dagegen ist. Allein entscheidend der Deutsche Bundestag. Deutschland hat die geringste Kultur von Referenten. Wenn von Sachsen Kompetenzen in den Bund abgegeben werden, dann wird der Landtag gefragt, dann wird der Bundesrat gefragt, dann wird von Bundestag und Bundesrat entschieden und das Volk in Sachsen wird nicht gefragt. Meine Bitte ist also, wenn Sie Referenden für notwendig halten, dann bitte nicht nur auf europäischer Ebene. Zum Thema Volksentscheid, Volksbefragung, haben wir auf Länderebene und auf Bundesebene in Deutschland die geringste Kultur. Da hat Europa mehr zu bieten, weit mehr. Und es haben nicht die Europäer etwas gegriffen, sondern es haben die Mitgliedstaaten durch ihre Regierungen uns Kompetenzen gegeben. Großer Unterschied. Nicht irgendwelche Eurokraten haben Berlin oder Stuttgart oder Dresden was weggenommen, sondern Berlin und Paris und Rom und Warschau und Bukarest und Budapest und Ljubljana und all die anderen, die Regierungen, demokratisch gewählt, haben durch Vertragsänderung Kompetenzen nach Europa gebracht. Die hat Europa entgegengenommen, nicht genommen. Großer Unterschied. Wenn ich vielleicht noch eine Sache ergänzen dürfte, und zwar Artikel 2 des EU-Vertrages spricht von den grundlegenden Werten. Und das ist natürlich ganz, ganz zentral für die Europäische Union. Das heißt, die Frage, inwiefern die Kommission und der EuGH hier überprüfen kann, inwiefern diese Grundsätze eingehalten werden in den Mitgliedstaaten, steht als solcher nicht in Frage. Also wir haben keinen Verstoß gegen das sogenannte Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Und das heißt, wir haben hier kein Ultravirus-Handeln der EU, sondern die EU ist dazu verpflichtet, das zu überprüfen. Es geht dann auch um Fragen des Rechts auf fairen Verfahrens. Es geht um Fragen des Vorrang des Europarechts, der vom Verfassungsgericht der Polen das polnische Verfassungsgericht in Frage gestellt wird oder abgelehnt wird. Und das erschüttert die EU in ihren Grundfesten. Herr Thiemann, bitte. Sie hatten gesagt, das wäre sehr wichtig aus Ihrer Sicht, dass die Europäische Union in einer Stimme spricht, um zum Beispiel China begegnen zu können. Das ist ja besonders schwer, wenn man von einer Demokratie spricht, weil ich denke mal, also mit einer Stimme sprechen ist wahrscheinlich für eine Diktatur einfach und für eine Demokratie grundsätzlich schwer. Wie kommen wir denn dahin, also dass die Europäische Union möglichst oft in einer Stimme spricht? Wie können wir das schaffen, dass die eine Demokratie bleibt, aber trotzdem in einer Stimme spricht? Indem zum Beispiel in Fragen der Außenpolitik, wenn man über Sanktionen diskutiert, Sanktionen gegen jemanden, der Krieg führt, oder Grenzen mit Waffengewalt verändert oder Menschenrechte verletzt, Religionsfreiheit verletzt, die Uiguren misshandelt werden in China, indem dann über Sanktionen oder eine Position generell mit Mehrheit entschieden wird und nicht mehr jeder Mitgliedstaat zustimmen muss. Und zweitens, ich bin überzeugter Demokrat und klar ist, wir leben im Kampf der Systeme. Demokratie gegen Diktatur, gegen eine Regierung, die nahe bei Oligarchen ist, je nachdem. Demokratie muss erfolgreich sein. Schauen Sie, in der Welt schauen viele Länder auf die Staatsform. Die Algerier, die Marokkaner, die Libyer, die Indonesier, die Nigerianer, viele andere mehr. Und die überlegen sich dann dreimal, führen wir unser Land auf den Weg zur Demokratie mit Parlament und Wahlen, Regierung und man kann abwählen und wählen und neu entscheiden. Und transparent und rechtsstaatlich
Oder ist uns lieber, so wie in China regiert zu werden? Eine Partei, ein Generalsekretär, der das Land führt, auf Lebenszeit führt. Und deswegen, wir müssen erfolgreich sein. Denn die Länder, die derzeit die Staatsform suchen, die wollen vor allem eines, einen gewissen sozialen Wohlstand. Und deswegen müssen wir auch technologisch und wirtschaftlich stark bleiben. Dann werden wir überzeugen, dass andere unseren Weg auch gehen. Dass die Afrikanische Kommission in Addis Abeba etwas wird wie die Europäische Kommission. Dass Länder, die Bürgerkrieg hatten wie Libyen, doch den Weg zur Demokratie finden und nicht zur Autokratie und nicht zur Diktatur. Das heißt, wenn man Demokratie erfolgreich halten und anderen empfehlen will, muss man auch wirtschaftlich stark sein und muss handlungsfähig sein auf allen Feldern der Politik. Das gilt für deutsche Länder, das gilt für den Bürgermeister und den Gemeinderat und gilt eben in dem komplexen Gebilde Europa umso mehr. Dankeschön. Ich habe eine Frage und ich schließe daran ein bisschen an das an, was im Chat gestellt wurde von Oliver Friedenstab. Er sagt, dass Demokratie aus Sicht des Wählers One Man, One Vote sei. Und dass wir dann zu Fragen der Gewichtung kommen. Natürlich kann One Man, One Vote nie rein verwirklicht werden in einer großen Gemeinschaft wie Sachsen, wie Deutschland oder wie die Europäische Union. Aber es liegt natürlich dem Prinzip der repräsentativen Demokratie letztlich zugrunde. Und wir müssen gewichten und das ist auch nicht undemokratisch. Aber was schon mehrfach jetzt angeklungen ist, ist die Frage der direkten Demokratie. Inwiefern brauchen wir mehr Instrumente auf EU-Ebene, um direkte Demokratie vorwärts zu bringen? Wir haben über die Frage Sommerzeit, Winterzeit gesprochen. Was dahinter steckt, ist ja eine Bürgerinitiative nach Artikel 11 des EU-Vertrages. Wünschen Sie sich mehr davon, Herr Oettinger? Wenn nein, wieso nicht? Was spricht dann gegen direkte Demokratie? Und ist das vielleicht etwas, was wir ja eben doch ausbauen sollten in Zukunft? Bitte. One man oder one woman, one vote. Deutschland hat 96 Abgeordnete im Parlament Europas. Malta und Luxemburg je 6. Jetzt gebe ich die Frage zurück, was hätten Sie gerne? Hätten Sie gerne, dass Luxemburg 3 hat oder 2 oder einen halben oder 5? Ich finde 6 ist ein Minimum. Wenn aus diesem Land die verschiedenen Parteien und Strömungen zumindest mit einem Abgeordneten in Straßburg und Brüssel vertreten sind. Das könnte man auf 5 kürzen, aber mit Sicherheit nicht auf einen. 6 und 96 finde ich durchaus angemessen. Und zweitens, ich bin ein überzeugter Vertreter der repräsentativen Demokratie. Politik ist komplex. Und dann brauchen Sie auf dem Rathaus und im Landtag und in Berlin und in Brüssel Menschen, die sich damit jeden Tag beschäftigen. Das heißt, ich bin überzeugt davon, dass gewählte Vertreter für Entscheidungen die richtige Ebene sind. Wenn Sie, und ich habe das versucht, eigentlich immer zu praktizieren, wenn Sie das Gespräch mit den Bürgern, und zwar auch mit Bürgern, die ihnen nicht nahestehen, suchen und praktisch den Volkswillen selbst erfragen. Ich war 14 Jahre im Gemeinderat, 14 Jahre im Kreistag. Ich war 26 Jahre im Landtag, im Wahlkreis immer direkt gewählt. Und wenn Sie sich umhören würden in Ditzingen, Stuttgart, Vaihingen-Enns, Baden-Württemberg, man kann von mir gleich schon sagen, dass ich Interesse am Gespräch mit dem Bürger hatte und habe. Dass ich leutselig bin. Und dann, wenn dies so ist und die Mehrzahl der Abgeordneten hat Nähe zum Bürger und ist fleißig auch dafür, auch am Wochenende, dann ist für mich bei komplexen Entscheidungen die repräsentative Demokratie, der direkten Demokratie, wie in manchen Kantonen der Schweiz auf dem Marktplatz, allemal vorzugswürdig, zumal
die Komplexität natürlich auf europäischer Ebene noch viel größer ist, wo man viel mehr sich einarbeiten muss und wissen muss, was denken jetzt die Esten, was denken die Portugiesen, was denken die Finnen, was denken die Sizilianer. Und ich glaube, dass es dafür Profis braucht, im Parlament, in der Kommission und im Rat. Herr Hofrat, bitteschön. Ihr habt jetzt zum Thema Demokratie schon einiges gesagt. Ich würde gerne mal das Thema Medien und insbesondere den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Europa und insbesondere auch in Deutschland thematisieren. Ich meine, wir kritisieren ja vielfach die Mediengestaltung in Ungarn, in Polen oder auch in anderen Ländern außerhalb der EU. Meine Frage wäre jetzt, lässt sich auf Dauer europarechtlich eigentlich noch eine Zwangsgebühr wie unser Rundfunk- und Fernsehbeitrag auf lange Sicht rechtfertigen? Dies insbesondere auch den Rundfunk- und Fernsehbeitrag, den wir hier immer noch zahlen. Das ist ja ein Zwangsbeitrag, den man sich im Grunde genommen gar nicht entziehen kann, auch wenn wir das Fernsehen überhaupt nicht spielen. Herzlichen Dank, Herr Hofrat. Die Frage ist gut und klar angekommen. Herr Oettinger, bitte. Also ich bin schon der Meinung, dass die duale Ordnung mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk, Hörfunk, Fernsehen, digital und privatrechtlichen und privatwirtschaftlichen Medien, Fernsehen, Printverlage, Online-Medien, soziale Medien, dass die duale Ordnung sinnvoll ist. Ich habe am öffentlich-rechtlichen Rundfunk einiges auszusetzen. Zum Beispiel glaube ich nicht, dass die Einschaltquote im Mittelpunkt stehen darf. Oder dass man auch nicht mit noch mehr Geld Fernsehrechte für Fußball erwerben sollte. Aber ich bin schon froh, dass es zum Beispiel den Deutschlandfunk gibt. Das stört mich, dass die gendern, die Sprecherinnen und Sprecher. Aber der Inhalt ist durchaus tiefgründig. Wenn ich fahre morgen früh um 5:30 los, bin dann bis 9 Uhr im Auto, da höre ich 3,5 Stunden Deutschlandfunk. Und bin dann nicht in vielen Punkten der Meinung des Redakteurs, aber ich fühle mich trotzdem informiert mit der Presseschau, mit Aktuellem, mit Grundlegendem. Und wenn ich mir anschaue, wie die Medien in den USA aussehen, dann bin ich bei aller Kritik froh, dass es bei uns schon noch Qualitätsjournalismus, nämlich Frauen und Männer, die den Beruf gelernt haben, die es ernst nehmen, die recherchieren, die auch nicht bevormunden wollen, in größerer Zahl in den deutschen Medien und auch in anderen europäischen Ländern haben. Meine Kritik auf europäischer Ebene geht um Folgendes. Wir haben leider kaum europäische Medien. Wir haben Medien entlang der Sprachgrenzen. Das heißt, wir haben kaum Informationen über Politik und Alltag in Portugal und umgekehrt. Und ich würde mir wünschen, dass Euronews zum Beispiel oder auch Arte, dass es vermehrt Medien gibt, die einen europäischen Auftrag sehen und den auch gegenüber den Nutzern dokumentieren. Oder noch ein Gedanke. Ich sehe jeden Sonntag in ARD und ZDF Berichte aus Berlin. Jeden Sonntag. Ich würde mir wünschen, dass es einen Bericht aus Brüssel gäbe. Auch jeden Sonntag. Oder wenn Sie einmal anschauen, wie viele Redakteure hat der MDR in Berlin und wie wenige in Brüssel. Wie viele Redakteure hat eine Tageszeitung aus Dresden oder Leipzig in Berlin und kaum einen in Brüssel? Es wird ja oftmals behauptet, dass 2/3 aller Gesetze von Europa kommen. Das glaube ich nicht, das wird vielleicht so etwa die Hälfte sein. Aber eigentlich müssten doch alle Medien gleich viele Frauen und Männer in Redaktionsstuben in Brüssel haben wie in Berlin. Leider wird über Europa prima dann berichtet, wenn die Kacke am Dampfen ist, wenn Griechenland kein Geld hat oder was anderes falsch läuft. Die täglichen guten Entwicklungen, die Europa zu bieten hat, Freizügigkeit, die Chance, dass man arbeiten, studieren kann in ganz Europa, dass es Freizügigkeit gibt, dass es Grundfreiheiten gibt, dass die Grenzen nicht mehr da sind und nicht mehr kontrolliert wird, dieses wird in den deutschen Medien und in den europäischen Medien zu wenig dokumentiert. Danke, Herr Oettinger.
Herr Thiemann, bitte. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Wie sehen Sie das? Vielleicht müsste man die Argumente, die für Europas Demokratie sprechen, stärker intern und extern vermarkten. Also so wie Diktaturen vielleicht nur das Gute zeigen. Das geht ja nicht bei uns, aber immerhin könnten wir uns mehr Mühe geben, die positiven Seiten zu bewerben und sollten das wahrscheinlich tun. Wir haben ja immer noch das Prinzip, dass man von den Regierungen der Mitgliedstaaten, wenn es gut läuft, sagt, das waren wir. Erfolge werden nationalisiert, Probleme werden europäisiert. Und nehmen Sie einmal den Europäischen Rat. Wenn da die Bundeskanzlerin mit Olaf Scholz im Monat einmal Donnerstag, Freitag in Brüssel ist. Eigentlich sollte man erwarten, dass danach der Ratspräsident Michel und Frau von der Leyen alle europäischen Medien und damit die Bürger über die Beratungen und die Ergebnisse informieren. Was geschieht aber? Nach jeder europäischen Ratssitzung geht die Kanzlerin, geht der Kanzler zur deutschen Presse, geht der Herr Draghi zur italienischen Presse, Herr Macron zu seiner Presse. Es gibt nur Sieger. Wir haben erreicht. Wir haben gewonnen. Wir haben uns durchgesetzt. Das heißt, europäische Institutionen sollten durch europäische Präsidenten und nicht durch nationale Kanzler und Regierungschefs der Öffentlichkeit sagen, was gelaufen ist. Da ist Europa noch unfertig. Und da kann man nur hoffen, dass es mal irgendwann Einsicht gibt, dass aus Gremien in Brüssel einer oder eine und nicht 27 berichten. Dankeschön. Ich möchte nochmal zurückkommen auf eine Frage, die vorhin gestellt wurde. Und Sie haben ja völlig zu Recht, Herr Oettinger, betont, dass es nicht darauf ankommt, also dass eben auch die kleinen Staaten natürlich vertreten sein müssen in Brüssel und 0,7 Abgeordnete für Malta natürlich ein Unding wären. Es gab vorhin eine Frage, die sich auf Deutschland und Frankreich bezogen hat und ich habe mich ja auch auf die beiden Staaten bezogen. Wie haben Sie das empfunden zu Ihrer Zeit? Wie wichtig ist die Partnerschaft Deutschland und Frankreichs auf der einen Seite? Also wie positiv ist sie, aber auch inwiefern wird sie von den kleinen Staaten unter Umständen nicht immer geschätzt, weil sie hier vielleicht eben doch zwei besonders großen Staaten gegenüberstehen? Frankreich und Deutschland können nicht entscheiden, wie es läuft. Aber Frankreich und Deutschland bilden zwei Länder schon ein bisschen die Vielfalt Europas ab. Frankreich ist in Wahrheit ein südeuropäisches Land. Mediterran. Deswegen automatisch zahlreiche Gemeinsamkeiten mit Spanien, Portugal, Italien, Zypern, Malta, Griechenland. Deutschland ist eher ein nordeuropäisches Land. Gemeinsamkeiten mit Holland, mit Luxemburg, mit Irland, mit Estland, Lettland, Litauen, Finnland, Schweden. Deutschland hat ganz starke historische Beziehungen zu Bulgarien, Frankreich eher zu Rumänien. Deutschland eher zu Kroatien, Frankreich eher zum Kandidaten Serbien und so weiter. Das heißt, wenn die beiden sich finden und einig werden, ist schon sehr viel des gesamten europäischen Spektrums abgedeckt. Und da denn beide Länder auch wirtschaftlich stark sind und Deutschland ein größeres Geberland ist, Frankreich ein kleineres Geberland, all dies bringt doch Sinn in die Kooperation Paris-Berlin, die aber um die Kooperation mit Warschau ergänzt werden muss. Polen bei allen Problemen 42 Millionen Menschen, einer der ganz großen Mitgliedstaaten. Polen als Visegrad-Staat eben mit den Ungarn, den Slowaken, den Tschechen verbunden. Das heißt, ich würde uns wünschen, dass noch mehr als bisher die Achse Paris-Berlin nach Warschau verlängert wird. Und noch ein Punkt. Die Europäer hören ungern Entscheidungen aus Paris oder Berlin. Und wir lieben es, wenn Deutsche und Franzosen im Rat in Brüssel aufschlagen und dort Vorschläge machen.
ein entscheidender Unterschied. Ich finde, ein deutscher Vertreter sollte nicht im Bundestag, sondern im Parlament Europas seine Gedanken äußern. Eigentlich müsste man wünschen, dass jeder Minister aus Berlin einen Arbeitstag pro Woche in Brüssel verbringt oder Luxemburg und nicht montags im Parteipräsidium in Berlin, sondern auf dem Weg nach Brüssel ist, um dort deutsche Gedanken zu vertreten, aber an einem Tisch mit den 26 anderen. Dankeschön. Also ein Plädoyer für das Weimarer Dreieck, Polen, Deutschland und Frankreich und das natürlich auch das Parlament als Ort der Debatte eine viel wichtigere Rolle spielen muss. Ich sehe jetzt noch zwei gehobene Hände. Wir kommen so langsam zum Ende unserer Veranstaltung. Wenn Sie also noch eine Frage stellen wollen, dann heben Sie doch jetzt Ihre Hand. Ich würde jetzt gesammelt die beiden letzten Fragen aufrufen und Sie bitten, kurz und prägnant zu fragen. Erst Frau Mathieu und dann Herr Thiemann, bitte. Ja, guten Abend und vielen Dank für die sehr guten Worte. Ich habe versucht, im Chat ein paar Fragen zu stellen und da die Dynamik etwas aufzugreifen, die durch Ihre sehr guten Darstellungen angeregt worden sind. Und ich wollte Sie fragen, wie Sie sich denn eine internationale Zusammenarbeit vorstellen können auf europäischer Ebene, die den internationalen, individuellen, nationalen Interessen wiederum gerecht werden kann. Danke vielmals. Danke, Frau Mathieu. Die war so kurz, da können Sie direkt darauf antworten, Herr Oettinger, bitte. Und dann nehmen wir noch ein Team an danach dazu. Danke. Die Kommission hat ja eine Vertretung in jedem Mitgliedstaat. Ein Kommissar, eine Kommissionschefin bekommt jeden Tag von allen europäischen Hauptstädten, in Deutschland auch noch von Außenstellen in München und in Bonn, mitgeteilt, was läuft denn in Deutschland. Das heißt, ich möchte behaupten, in Brüssel weiß man in der Kommission mehr über die Erwartungen, die Sorgen, die Kritik, die Veränderungen, die Gemeinsamkeiten, die Gegensätze, die in Europa stattfinden, als an jedem anderen Ort. Und daraus kann man dann etwas Europäisches machen, das trotzdem keine Nation, keine Mitgliedstaat elementar verletzt. Das ist am Ende des Tages für jeden irgendwo akzeptabel sein kann. Da geht es um Sensibilität, Augen auf, zuhören. Jeder Mitgliedstaat hat eine Vertretung in Brüssel. Ich war oft bei den Botschaftern anderer Länder, weil ich hören wollte zum Thema Energiepolitik, Infrastruktur, zum Thema Haushalt. Was erwarten die Bulgaren? Was erwarten die Esten? Das heißt, in Europa muss man noch viel mehr mit wachen Augen und Ohren den anderen, die andere hören, um dann daraus etwas halbwegs Gerechtes für alle Zumutbares zu machen. Dankeschön. Herr Thiemann. Stichwort Zivilgesellschaft in Europa. Sehen Sie das schon? Also, dass die Bürger sich in Europa landesgrenzend übergreifend organisieren und Themen hochbringen? Oder findet das noch kaum statt? Es findet in ersten Ansätzen statt. Ich bin ja Baden-Württemberger. Ich stelle fest, am Oberrhein, Straßburg, Kehl, Offenburg, Colmar, Freiburg. Die Unis von Colmar, Straßburg, Karlsruhe, Freiburg und Basel. Zunehmende Kooperation. Verkehrspolitik wird abgestimmt. Nahverkehrspolitik wird abgestimmt. Wir haben alle einen Pass, einen deutschen Pass, aber wir sind auch europäische Bürger. Und unsere Kinder sind längst die Erasmus-Generation. Also für mich war nach dem Abitur in Korntal bei Stuttgart die Frage, Studium in Tübingen, also Heimspiel, oder Auswärtsspiel Heidelberg. Das war mein Weltbild. Heute, Mailand, Budapest, Grenoble, Delft, Berlin, Dresden, Leipzig, Karlsruhe. Unsere Kinder sind längst grenzüberschreitend unterwegs. Arbeiten, Karriere machen, heiraten, Urlaub machen. Europa, die Freizügigkeit, wird bei unseren Kindern noch viel mehr wahrgenommen als bei uns, bei meiner Generation. Und deswegen, der grenzüberschreitendes Engagement der Bürger ist noch nicht so ausgeprägt wie zwischen Görlitz und Chemnitz oder zwischen Dresden und Stuttgart. Aber es ist im Kommen. Im Generationswechsel bei unseren jungen Kindern
die auch mehrere Sprachen lernen, die digital sind, die Social Media beherrschen, mir ist um diese europäische Dimension bei unseren Kindern nicht bange. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zu einem Ende. Herr Oettinger, ich würde Sie um ein Schlusswort bitten und dann würde ich das Wort an meinen Kollegen Roland Löffler, den Leiter der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, weitergeben. Ich will für die Fragen danken, die alle ihre Berechtigung haben, die Sorgen oder Kritik beinhalten, aber nicht bösartig waren und auf die ich eingehen konnte. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu einer Erweiterung des europäischen Gedankens beitragen können. Und ich möchte eigentlich die Veranstalter bitten, macht dies nicht erst bei 50 Jahren Europäische Union. Macht jährlich einen Schwerpunkt Europa an der Uni, im Bildungsforum, bei der KAS, die sie auch macht, oder bei den Kollegen von Ebert. Ich finde, alle, die Weiterbildung oder die einen öffentlichen Diskurs organisieren, anstoßen, sollen die europäische Dimension genauso einbeziehen wie die regionale und nationale Dimension. Mehr über Europa zu sprechen, ist die Aufgabe von allen Plattformen und Netzwerken, so wie Ihr Netzwerk ein starkes ist. Besten Dank. Danke, dass Sie daran teilgenommen haben, Herr Oettinger. Herr Löffler, bitte. Ja, Herr Oettinger, auch nochmal von Seiten der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung ein herzliches Dankeschön. Ich glaube, es wurde ganz lebendig deutlich, dass das, was Sie von Ihrer Heimat Baden-Württemberg erzählt haben, dass Sie, wir haben sich selbst genannt, leutselig sind, auf die Leute zugehen. So habe ich das auch erlebt, dass Sie die Fragen sehr ernst genommen haben und in die Diskussion eingestiegen sind und erklärt haben. Ein herzliches Dankeschön und Ihren Impuls, dass wir weiter europapolitische Bildungsarbeit machen. Ich glaube, das fällt bei uns drei Organisationen auf einen sehr fruchtbaren Boden. Und dann gerne auch mal nach Corona laden wir Sie gern physisch nach Sachsen ein, das Sie ja anscheinend sehr gut kennen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich einladen. Wir machen eine kleine Pause. Am 5.4. geht es dann aber weiter mit einem weiteren hochkarätigen Gast. Nach einem ehemaligen Vizepräsidenten der Kommission haben wir jetzt einen ehemaligen Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes, nämlich Vasilios Skouris zu Gast, der berichten wird, einen Vortrag und eine Diskussion halten wird zu 30 Jahre Unionsbürgerschaft. Sind wir nach Maastricht alle Europäer? Und dann Anfang Mai mit Frau Staatsministerin Mayer und dem Parlamentspräsidenten Ostbelgiens, Herrn Lamberts, wollen wir über die Situation der Regionen in Europa diskutieren. Und danach folgen viele weitere Veranstaltungen. Also, ich heiße Sie sehr herzlich willkommen im April und im Mai und danach im Juni und Juli. Bleiben Sie uns gewogen. Nun einen schönen Abend und herzlichen Dank an Sie, Herr Oettinger, und alle Kollegen, die diesen Termin vorbereitet haben. Eine gute Nacht und wir freuen uns auf weitere europäische Diskussionen.